KHM 15, wohl eines der bekanntesten Märchen aus der Sammlung der Brüder Grimm. Da war einmal ein Holzhacker und seine Frau, die hatten ein Söhnchen und ein Töchterchen. Die Zeiten waren so schwer. Nachts reden die beiden miteinander. Mann, lass uns die Kinder morgen mit in den Wald nehmen. Wir können sie nicht mehr ernähren. Die wilden Tiere werden sich um sie kümmern. Sonst müssen auch wir sterben. Der Mann wollt's nicht, aber die Frau redet so lange auf ihn ein, bis er's beschließt. Gut, so soll es morgen sein. Büblein Hänsel war sein Name, hat's gehört. Und pscht, macht die Untertür aus, klettert hinaus und holt draußen im hellen Mondenschein Kieselsteine. Die hat er in die Hosentasche gesteckt. Und am nächsten Tag, als die Eltern Hänsel und Gretel mit sich in den Wald führen, da blub, 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 wirft er Kieselsteine auf den Weg. Und egal, wie tief sie im Wald waren, sie haben doch am Abend nach Haus gefunden. Der Vater war froh, die Mutter hat misstrauisch geschaut. Wie hat er das geschafft? Wie hat er den Weg zurückgefunden? Ein paar Tage später hört Hänsel wieder, wie die Mutter sagt, diesmal müssen wir sie wirklich tief in den Wald bringen, damit sie den Weg nicht zurückfinden. Hänsel will wieder hinausklettern und Kieselsteine holen, aber die Mutter hat auch die Untertüre versperrt. So hat er am nächsten Tag das Stückchen Brot genommen, was die Eltern ihm gegeben haben, und hat Brotkrumen auf den Weg gestreut. Tief im Wald machen die Eltern ein großes Feuer für die Kinder und sagen, wir gehen nun zum Holzhacken. Bleibt hier und gebt Acht auf euer Brot. Bald schon steigen die Schatten über den Wald. Es wird dunkel. Wir werden den Weg wieder nach Hause finden, Gretel, sagt Hänsel. Aber die Vögel des Waldes hatten alle Brotkrumen aufgepickt. So liefen die beiden Kinder durch den Wald, wussten nicht woher und wussten nicht wohin. Am anderen Tag kamen sie vor ein seltsames Haus. Die Wände aus Brot, das Dach aus Lebkuchen, die Fenster aber aus blankem Zucker. Lass uns davon kosten, sagt Hänsel. Das schmeckt gut. Beide haben bald die Backen voll. Da hören sie aber eine Stimme aus dem Häuschen heraus. Knusper, knusper, Knäuschen. Wer knuspert an meinem Häuschen? Der Wind, das himmlische Kind, sagen die beiden. Da stand eine uralte, ganz bucklige. Kommt nur herein, ihr Kinder. Ich habe Essen für euch und ein weiches Bett für die Nacht. Da sind die Kinder mit hineingegangen. Das war aber eine böse Hexe. Die wollte die beiden mästen und aufessen. Den Hänsel sperrte sie in ein Hühnerställchen. Und die Gretel musste nun backen und kochen, damit der Hänsel fett wird. Und jeden Tag ging sie hin und Hänsel muss den Finger herausstrecken. Hänsel aber nimmt ein ganz dünnes Knöchelchen. Der wird und wird nicht fett, schimpft die Alte. Gretel, komm her, du faules Ding, koch Wasser. Gretel kocht Wasser, darin werden wir deinen Bruder kochen. Brot werde ich auch backen, komm mit zum Backofen und schau hinein, ob das Brot schon fertig ist. Gretel soll hinein auf dem Brotschieber sich kauern und hinein, um zu sehen, ob das Brot fertig ist. Gretel sagt aber, ich weiß nicht wie. Zeig's mir doch, Alte. Da klettert die Hexe auf den Brotschieber und Gretel schießt sie hinein und sperrt die Türe zu. Da muss die Hexe jämmerlich verschmachten. Dann hat Gretel das Brüderchen aus dem Stall befreit und überall in der Stube waren Gold und Edelsteine. Die haben sie eingesteckt. Eine Ente fährt sie über den Fluss nach Hause. Der Vater freut sich, seine Kinder lebend wiederzusehen. Und Gretel schüttet die Schürze aus. Da springen die Perlen und Edelsteine nur so durch die Stube. Die Frau Mutter war aber zwischenzeitlich gestorben.